Hier oben ist es ja mit diesen riesen Fenstern und der Aussicht und dem hohen Saal, die Decke kommt hier ungefähr auf 8 Meter Höhe hin, ist das natürlich auch ein sensationeller Eindruck. Und dann haben wir hier eben diese Räume, die damals die sogenannte Enfilade bildeten, wo die Herrschaften ja dann defilierten durch die Räume. Störung umgehen, ne? Wenn man jetzt so einen Raum hat, alles ist schön verputzt und da sind dann so zwei solche Teile unverputzt oder da ist irgendwas, da sind 5 Fenster und eins ist anders, ja? Aber wenn ich jetzt 5 Fenster habe, die alle unterschiedlich sind, dann ist der Mensch, da kann der Mensch nicht mehr mit umgehen. Ne? Muss man sich das vorstellen, anstelle dass das Dach vorher so war, das barocke Dach, hat er dann so eine starke Kehle ausgebildet und ist immer der Schnee drin liegen geblieben, die Entwässerung musste dauernd gewartet werden und nachdem das Haus hier seit 1975 ohne Nutzung dasteht, hat sich keiner mehr darum gekümmert und so ist seit Ende der 70er Jahre ist hier massenweise das Wasser ins Haus gelaufen, also alles was oben aufs Dach fiel, ist hier vorne und da hinten einfach durchgefallen bis in den Keller. Da muss man sich wundern, dass es immer noch hier so dasteht. Wir haben den als ersten Abschnitt ja 2018-19 hier die Notsicherung gemacht, erstmal so weit das gebracht, dass man sich überhaupt hier im Haus wieder bewegen konnte, indem wir das einsturzgefährdete Dach abgestützt haben, indem wir hier in die Fenster, wo die Stürze einzubrechen drohten, Stiele reingestellt haben, auch teilweise bei den Türen, wo es einzubrechen drohte und dass wir das Ganze hier so weit beräumt haben, dass man sich hier bewegen kann. Vor 60 Jahren, was war hier los? Ja, da war hier unten eine Tanzschwere, wie man so sagte. Da war auf jedem Dorf hat er Tanz und hier auch. Da sind wir als junge Menschen immer hierher gegangen und zum Tanzen hier, nicht? Da war noch alles heil, da waren die Möbel noch drin und alles, ja. Das ist natürlich jetzt total begeistert, mich sowieso, weil ich oft blank war, ne? Dass jetzt was stattfindet, dass es wiederbelebt wird und vielleicht sogar noch schöner wird, als es jemals war. Wenn ich das jetzt gerade höre vom Besitzer, dass hier keine Geweihe mehr an den Wänden hängen, sondern einfach schöne, klare Räume. Also darüber freue ich mich einfach. Ich würde mir wünschen, dass es ein Ort wird, der von möglichst vielen Menschen und verschiedensten Gruppen genutzt werden kann, hier in der Region auch verankert ist und wirklich ein Ort für alle Menschen wird und die diesen Ort schätzen können, vielleicht auch als einen Ort, der sie inspiriert und mit neuen Gedanken in die Welt zurückschickt und gleichzeitig auch immer so ein bisschen die Verbindung schafft zu dem Vergangenen, was hier war. Und ich denke, da können wir ganz spannende Verknüpfungen schaffen aus alten und aktuellen und neuen. Ja, die Schönheit der ursprünglichen Planung und der ursprünglichen Anlage steht in gewaltigem Kontrast zu dieser Ruine, die hier im Moment zu sehen ist. Und ich finde das als sehr beeindruckend, wenn jemand den Enthusiasmus aufbringt, das wieder aufzubauen und was Schönes draus zu machen und nutzbar zu machen und es nicht einfach dem Verfall anheimgeben zu lassen.
Und das war natürlich jetzt eine spannende Sache, hier mal wirklich auf den Rohbau zu kommen. Und ja, schon eine Wahnsinnsanlage. Und wie der Eigentümer auch schon gesagt hat, es gibt halt kaum noch so Objekte, die eben komplett noch so erhalten sind mit den nebengelassen und diesem großen Park. Das ist schon sehr beeindruckend zu sehen, in welchen Zeiten früher man hier auch gelebt hat. Ja. Zum einen sehr romantisch ja irgendwie, zum anderen ist es aber auch klar, dass es eigentlich wahrscheinlich knüppelhartes Tagesgeschäft hier war, das alles zu bewirtschaften und ist so zwiegespalten. Zum einen finde ich es beeindruckend und bin fasziniert davon, von diesen romantischen Gebäuden hier. Und zum anderen denke ich aber auch, es war wirklich, glaube ich, eine harte Arbeit und habe auch viel Respekt davor, vor der Anlage irgendwie auch.